Wie groß ist deine Vorfreude auf das Spiel gegen Erzgebirge Aue? Ja, auf jeden Fall sehr groß. Das ist, glaube ich, unser vorletztes Heimspiel vor heimischem Publikum. Und ich glaube, dass es auch eine schwierige Partie wird, weil fürs Aue geht es noch um den Nicht-Abstieg. Und deswegen wird richtig Feuer im Stadion sein und es wird auf jeden Fall richtig Spaß machen. Wir haben noch zwei Heimspiele von den letzten drei ausstehenden Spielen und da wollen wir den Fans auf jeden Fall nochmal zeigen, dass wir mit der Saison noch nicht abgeschlossen haben und ja, das Bestmögliche rausholen. Wie wichtig ist dir die Unterstützung der Jahn-Fans? Ja, sehr wichtig. Ich glaube, nicht nur in den Heimspielen ist die Unterstützung sehr groß und pusht uns auch immer nach vorne, um auch richtig gute Leistungen abzurufen, sondern auch auswärts unterstützen uns die Fans immer wieder richtig gut und es macht einfach immer richtig Spaß, vor den Fans zu spielen. Man sieht immer wieder, wie voll das Stadion ist, egal welches Wetter, egal welcher Tag, egal welche Uhrzeit. Und das hat uns auch diese Saison wieder ausgemacht, dass sie uns jedes Spiel nach vorne pushen und ja, da haben wir viele Punkte mit den Fans zusammengeholt.